Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es eine Miesmuschelsuppe mit Safran und Kartoffeln. Dazu benötigen wir Miesmuscheln, bereits geputzt, fein geschnittene Kartoffeln, Lauch und zwar das Weiße, Butter, das Knoblauch, wieder Schalotten, abgeriebene Orangenschale, dann Weißwein, etwas Sahne, Zitronensaft dazu. Hier habe ich noch etwas Fischschaum, man kann auch Wasser nehmen, aber hier ist durch die Fischschaum intensiver. Pernod zur Verfeinerung, Olivenöl und Safran. Wir beginnen mit der Suppe. Dazu werden wir sowohl den Lauch, hier zeige ich dir den Lauch, als auch die Zwiebeln anschützen. Den fein gehackten Knoblauch dazu. Die abgeriebenen Orangenschale. Und löschen es jetzt mit unserem Fischschaum ab. Die Suppe kocht und wir geben jetzt die Kartoffeln dazu. Anschließend etwas Safran. Das ist das teuerste Gewürz der Welt. Sahne und ein Schuss Zitronensaft. Jetzt werden die Muscheln vorbereitet. Heißen Topf rein mit Olivenöl, ruhig etwas mehr. Auch wie in der Rezeptur teilen und direkt die Muscheln dazu. Aufgießen mit etwas Weißwein, etwas nachwürzen mit Salz und Pfeffer. Und ruhig mit der Petersilie dazu. Nun kochen lassen. Und nun kommt der Fond, der Muschelfond, wird in die Suppe passiert. Das heißt, wir geben es durch ein feines Sieb durch. Wir richten ja auch schon an. Und zwar, wir haben die vorgewärmten Muscheln bereits in dem vorgewärmten Teller. Verfeinern die Suppe noch ein wenig mit Pernod. Und reichen anschließend, das ist ganz wichtig in diesem Gericht, ein Baguette oder auch ein Toastbrot, das wir mit Butter bestreichen. Mit ein wenig Zimt bestreuen. Dieses dann antoasten und zu der Suppe reichen. Ich wünsche einen guten Appetit zu meiner Miesmuschelsuppe mit Kartoffeln, Safran und Toastbrot mit Butter eingerieben und etwas Zimt drauf.